machen. Soll ich wieder. Warte mal, wir nehmen. Wir müssen eine Schuhe auf die Schuhe. Ja! Ich habe versucht gestartet. Der ist nicht ganz gelungen. Nummer 5. Wir müssen doch wieder hoch, ne? Ja, ich arbeite. Mal. Und brauchen wir. Das Zeug brauchen wir vielleicht auch. Ich nehme es mit, ja? Warte, ich setze dir auf Portal drin. Ja, wenn ich. Wenn ich schlecht. Ich muss nur das mal hier. So. Was habe ich denn jetzt hier? Gott. Du stell dir mal hier hin, sicher. Haben wir die nicht einfach angesabbert? Ja, das ist kein Sprung hier, deshalb gehen die dadurch nicht kaputt. Wir müssen das machen, dass wir hinter denen rauskommen. Also setz das mal so, dass das so ein bisschen mehr schräg kommt. So gegen die Wand oder so. Ich schaff das. Warte, der jetzt? Genau. Geht doch. Jetzt müsste doch rein theoretisch das klappen, wenn ich jetzt da ansetze. Jo, geh einfach mal da ansetze. Nimm den Kumpelkubus mit. Den Kumpelkubus mit. Geh da durch. Wo bin ich? Oh, bam! Bam! Stirb! Jetzt müsste sich töten. Stirb! Stirb! Haben wir es geschafft? Jetzt kommt der Kubus dahin. Also ich muss sagen, ich finde das richtig behindert mit diesem Gel. Ich finde das super. Nee, das ist viel zu anspruchsvoll. Oh Mann. Anspruchsvoll, was bist du für ein Kleiner? Folgendes Problem. Irgendwo hier befindet sich ein altes Prototypgehäuse. Jemand hat es gefunden, sich damit verbunden und will jetzt meine Anlage übernehmen. Die ganze Woche habe ich versucht, einen dieser Menschen in eine Tötungsmaschine zu verwandeln. So eine wie, na ihr wisst schon wer. Es ist erstaunlich, wie wenig so ein Mensch aushält und wie überaus lautstark sie das mitteilen. Lange Rede, kurzer Sinn, alle Menschen sind tot. Damit hängt alles an euch zwei Matschbirnen. Okay. Matschbirnen? Bitte Matschprozessoren. Ja, wenn dann richtig. Das stimmt. Also, wenn dann keine Skills, ey, keine Skills hat die Frau. Wir hatten die bitte eingesprochen, ey. Okay, die deutsche Synchro soll eh für den Arsch sein, wie ich gehört habe. Ja. Zumindest die Übersetzung. Die Synchro nicht, aber die Übersetzung. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es auch noch nicht auf Englisch gespielt, weil ich es sonst nicht verstehen würde. Also größtenteils nicht. Ob die Montage funktioniert. Die geheimnisvolle Frau im Prototypgehäuse hat eine Botschaft für uns. Sie hat keine Angst vor mir. Keine Sorge, ich habe einen Plan. Wir testen weiter und beweisen so, dass wir auch keine Angst vor ihr haben. Oh, schön. Egal wie tödlich diese Tests enden. Okay. Ah, Portal. Haben wir hier noch irgendwo eine Portalfunktion? Keine Ahnung. Ich hüpfe nur ein bisschen. Ja. Okay. Hier ist ein Knopf. Ja, den könnte man vielleicht mal drücken. Ich bin schon dabei. Und irgendwo, da kommt ein Kubus raus. Du musst ihn auffangen. Da. Da kommt ein Kubus raus? Genau, da. Mach nochmal. Fang! Okay, hoppen. Ach, viel zu einfach hier. Ja, wissen Sie, wenn ich das mache? Ach so. Ja. Oh. Da musst du, warte, ich mach das. Ist hier hinten irgendwo eine Möglichkeit für ein Portal? Warte. Da oben? Ja, außer da oben. Ja, dann kommen wir dann. Nein. Okay, dann musst du. Dann müssen wir gleichzeitig hochspringen. Ja. Warte, ich geh mal zurück. Ah, nein! No. Dann komm runter. Ich will einen Countdown mal. Komm. Das geht heute Junge. Nicht. Los. Du hast einfach. Eins, drei, zwei, eins. Da stehen. Okay, ich leg ihn da hin. Hm. Ich will ein Portal machen. Warte, ich hol mal kurz mal den Kubus, den brauchen wir vielleicht. Ah, ne. Du hast jetzt. Warte mal, ich mach hier ein Portal. Du gehst mal wieder runter.
Wenn ich runtergehe, komme ich auch nicht mehr hoch. Unten ist kein Portal. Ja, aber ich kann hier oben mal gucken, was hier oben ist. Toll. Runter kommen wir immer und nochmal hoch. Ja, ist recht. So, hier oben. Da ist ein Portal. Die Portalmöglichkeit. Portalmöglichkeit. Das Spiel heißt Portal. Gucke, da kann man dann die Brücke hinmachen. Wo kann man die Brücke? Also du machst, wir müssen hier ein Portal machen, dann diese Brücke anmachen mit dem Kubus und dann da hinten eins machen. Wie soll ich den Kubus zu dir bringen? Keine Ahnung. Wo? Wie kommen wir da rein? Oh Mann. Lala, ich komme auch mit hinter. Das ist auch was. Ah, guck mal hier. Jetzt geh mal rein hier. Geh mal hier rein. Wie? Einfach durch mein Portal. Durch mein Portal. Dreh dich um. Ach so. Und jetzt läufst du bis zum Ende, hier durch den Grill, ja. Und machst hinten ein Portal. Oh, oh. Oh. Sorry. Ja. Tut mir leid. Jetzt sie wieder da, wo sie gerade eben waren, ne? Ja. Ich bleib du musst nochmal runter. Oh. Ach, der Kubus ist reingefallen. Ja. Selber schuld. Ich will auch mal. Noch nochmal. Jetzt kannst du. Mach. Los. Jetzt. Ja, ich hänge am Zaun. Los, fang. Geht doch. Gut. Eins, zwei, die Tor. So. So, ich bleib einfach hier in der Ecke stehen. Einfach nur durch und hab nichts zu tun. Ja, du gehst nicht mal in keinen Grill oder sonst was rein. Ich bleib hier in der Ecke stehen. Das werde ich hoffen. So. Schön das gewesen. So, und jetzt müssen wir irgendwie machen, dass da der Dings durchgeht. Da ist ein Portal. An sich müsstest du jetzt im Portal irgendwie da sitzen. Sag mal, ich guck mal, ob ich das hier hinten. Nee, warte mal, ich hab da das Gelbe. Kann ich dann theoretisch hier das Rote setzen? Nee, da ist ja eine Scheibe davor. Hast recht. Okay. Okay, überblicken wir die Sache. Wir haben das. Wir haben da unten nichts. Hier was. Du musst jetzt irgendwie da dein Portal setzen können. Ja. Probier du mal. Ja. Ja, geh aus dem Weg. Wehe, du gehst irgendwo rein. Wow, jetzt hast du genau das gleiche getan wie ich. Ja, ich bin so richtig gut. Kannst du hier irgendwo hinschießen? Irgendwo. Ja. Ich glaube, das ist dann wieder so, dass wir das so... Okay, nee, das geht ja nicht. Unten irgendwie oder so? Das ist ja auch wieder der Grill dazwischen. Kommen wir lieber wieder rein. Mensch, kann man hier unten irgendwo hinspringen oder so? Was? Ups. Warte. Ich glaube nicht, dass der Trick in Minecraft funktioniert, dass wenn man hockt, nicht runterfällt, aber... Nee, kannst nicht. Was habe ich gerade gesagt? Wir mussten eh runter. Fallt ihr geradewegs in ihre Hände. Technisch gesehen fallt ihr natürlich warum? In Säure. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, nicht das runter. Ding hier, achso, okay. Kann hier unten noch irgendwas tun? Aber du kommst ja jetzt nicht mehr hoch. Weil das... Ich weiß wie. Wie? Zumindest habe ich eine Idee.
Ja, ich weiß wie, ich weiß wie, ich weiß wie. Sag, 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 komm sag, runter. Sag. Du musst mal runter in den Kurs. Yeah, bam. So, okay, Kurs. Was rennst du mir hinterher? Stimmt. Zurück. Oh. Mach's doch mal. Ey, Button Smashing und da sogar Duffer sagst du. Mach's doch mal. Smash. So, gleich Position wieder. Ja, warte, so. 1, 2, 1, so. Das war gut. Oh. Nein! Was machst du? Ich bin unten. Und jetzt. 3, 2, 1, ja. So. Gut. Ah, jetzt musst du gleich wieder runter, ne? Setz dein Portal. Hier. Oder geh hinter. Dann geh ich hier runter. Nein. Geh ich da. Du musst hinter, ja. So. Dann nimmst du den Kubus mit. Jetzt muss ich erstmal wieder runter. Jetzt kannst du dein Portal wieder so setzen wie davor. So wie davor. Achso, jetzt muss ich wieder hochfallen. Nee, jetzt musst du irgendwie... Ja, klar, so wie gerade. Jetzt kannst du dir das nämlich nehmen. Was? Nee. Genau. So, ist okay. So, ist okay. Einfach so lassen. Jetzt brauchst du nichts mehr tun. Hm. Ach ja. Ach ja, ich weiß was wir... Ah ja, gut. Du weißt es nicht. Doch. Ja, nee. Ah, jetzt kannst du wieder... Jetzt kommst du nicht mehr zurück. So, ich komme da runter. Aber du hast doch keinen Kubus, da kommst du jetzt nicht mehr hoch zum Katapult. Ich habe da ein Portal gesetzt, jetzt musst du wieder runter. Jetzt hole ich ihn wieder runter, den Kubus, ja. Das heißt, du musst wieder zurück. Okay. Ja, ja. Vielleicht habe ich ihn da hingesetzt und jetzt ist es schon falsch, wenn ich verschieße. Oben ist das... Das hier. Mit welchem muss ich da schießen? Keine Ahnung. Mit dem, das Orange, ne? Ja, ja, ich weiß mit welchem ich erfahre. Das. Rechts. Ja, rechts, glaube ich. Rechts musst du schießen. Das hier? Ja. Gut. Und los. Oh, das war gut. Jetzt machst du da ein Portal. Rechts. Ja. Genau. Das war geschafft. Oh, ich hatte eine brillante Idee und es hat geklappt. Ja, und jetzt kommen wir nicht mehr durch die Tür rein. Ich muss noch ein Stück zurückkommen. Jetzt ein bisschen tiefer. Warte. Aber du musst das tiefer setzen. Du musst hierher. Komm her. Setz das ein Stück tiefer. Ja. So? Supi. Reicht das? Ja. Passt du durch? Ja. Mach einfach. Mission erfüllt. Okay. Jetzt weiß sie, dass wir auch keine Angst vor ihr haben. Angst vor ihr. Das war nur eine Aufwärmübung. Der eigentliche Plan lautet, oh, ich verwandle so euch in Tötungsmaschinen, ja? Ja, ja. Oh. Damit ihr sie töten könnt. Geil. Ich meine Idee wieder hier. Danke. Bitte. Auch vom Mikro einzugießen. Das macht Spaß. Witz. Deine Mutter? Dein Kanal? Mal sehen, wie aus Matschwellen echte Tötungsmaschinen werden. Seite 70. Ja. Wie groß bist du, Testsubjekt? 1,45. Seit wann kann man Abfall so hoch starten? Moment, das ergibt keinen Sinn. Abfall wird durchschnittlich 2,30 Meter hochgestapelt und das weiß ich sogar. Testsubjekt, deine Mutter ist so... das ist ja widerlich.